Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Verfassungsrechtler sagen, wir können diese Impfreihenfolge nicht per Verordnung regeln. Wir brauchen dafür ein Gesetz, daher der Vorschlag der FDP. Aber ich möchte zunächst mal auf das eingehen, was Sie eben halt erzählt haben, Herr Kraus. Ich habe mir in den vergangenen Wochen einige Impfzentren in Nordrhein-Westfalen angeguckt. Vorweggenommen, dort wurde eine gute Arbeit geleistet. Die waren am 15.12. arbeitsfähig. Aber was in den letzten Tagen passiert ist, war eine Katastrophe. Die Anmeldeinformationen wurden an die Betroffenen der Prio-Gruppe 1 ziemlich zeitgleich versendet, und zwar deutlich, bevor die Anmeldesoftware scharf geschaltet war. Da haben also Leute versucht, sich anzumelden, konnten das nicht. Die werden schon frustriert aufgegeben haben, bevor dann am Montag endlich diese Anmeldesoftware verfügbar war. Und dann erlebten die das dann zu diesem Zeitpunkt versuchten, die nächste Überraschung, weil eben halt alle gleichzeitig sich anmelden wollten, kam es dort wieder zu Abstürzen, zu merkwürdigen Fehlermeldungen. Meine Damen und Herren, ich frage mich schon, warum kann ich nicht erst so eine Software freischalten, dann die Briefe versenden, das vielleicht noch zeitlich gestaffelt? Das versteht doch kein Mensch, was Sie da gemacht haben. Und vielleicht noch ein Hinweis. Wir wissen seit dem Sommer, dass es zwei Impfungen erfordert, um Immunität zu erreichen. Allerdings deckt das die Anmeldesoftware nicht ab. Ich kann mich da auch nur einmal anmelden. Und dann kommen die Leute in das Impfzentrum. Das Impfzentrum kann nicht mal feststellen, ob es schon eine zweite Anmeldung gibt. Die müssen dann diesen 80-Jährigen mit vielleicht auch gewissen Erinnerungsproblemen dann fragen, haben Sie eigentlich schon einen zweiten Termin? Meine Damen und Herren, das ist doch eine Katastrophe. Und dass die FDP sich nun da so ein bisschen hinter verfassungsrechtlichen Problemen versteckt, ist mir natürlich auch klar. Denn für das Chaos in Nordrhein-Westfalen tragen Sie dort als Mitregierungspartei eine gehörige Mitverantwortung, meine Damen und Herren. Impfpriorisierung hat übrigens auch sehr viel zu tun mit Eigenschaften des Impfstoffs. Wir wissen, der derzeit eingesetzte Impfstoff erzeugt eine gute Immunität. Wir wissen aber noch nicht, ob er auch verhindert, dass der Geimpfte das Virus übertragen kann. Wenn wir das irgendwann mal wissen oder so einen geeigneten Impfstoff haben, dann würde das eine komplette Umkehrung der Priorisierung bedeuten. Dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll, den 70- oder 80-Jährigen mit wenigen Sozialkontakten zu impfen, sondern es wäre dann vielleicht viel sinnvoller, die zu impfen, die viele Sozialkontakte haben, nicht nur die Pflegekräfte, sondern vielleicht auch die Kassiererin an der Supermarktkasse, den Schaffner im Zug oder den Paketboten. Wir haben gerade gestern erfahren, der Impfstoff von AstraZeneca ist für Menschen höheren Alters weniger geeignet. Heute gab es eine Meldung eines neuen Impfstoffs, der für HIV-Patienten weniger geeignet ist. Wir werden dort ständig die Impfprioritäten ändern müssen. Wir müssen dort ständig unter Umständen für jeden Impfstoff eine eigene Impfstrategie haben. Was sagt die FDP dazu? Naja, dann gibt es jedes Mal eine Verordnung, und die muss dann im Bundestag abgesegnet werden. Meine Damen und Herren, wir haben täglich neue Informationen über Corona, über die Impfstoffe. Da kommt man mit den Verordnungen vielleicht noch hinterher, aber wir würden uns doch im Bundestag mit nichts anderem mehr beschäftigen. Meine Damen und Herren, mein Fazit. Ihr Antrag oder Ihr Gesetzentwurf, der mag vielleicht den einen oder anderen Verfassungsjuristen glücklich machen. In der praktischen Umsetzung kann er so überhaupt nicht funktionieren. Und die Probleme, die die Menschen tatsächlich gerade draußen im Lande haben, die löst er erst recht nicht. Ich danke Ihnen. Das Wort hat die Kollegin